Servus und herzlich willkommen zu meinem Podcast Go for Goals, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. In Folge 3 kommen wir zum ersten Interview und es gibt wahrscheinlich nicht viele Personen, die besser dafür geeignet wären als mein heutiger Gast, Stefan Meierhofer. Wahrscheinlich wird er dir und den meisten ein Begriff sein. Für diejenigen, für denen er noch kein Begriff ist, er wird sicher einer heute werden, möchte ich Stefan ganz kurz vorstellen. Stefan Meierhofer ist ein ehemaliger österreichischer Profifußballer, der einen unglaublichen Werdegang hingelegt hat. Als Amateurspieler in der vierten österreichischen Liga ist er kurz entschlossen nach München gefahren, um einen der besten Vereine der Welt, Bayern München, von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Knapp 2 Jahre später stand er im Profikader, spielte einige Minuten in der Allianz Arena und war Teil der deutschen Fußball-Bundesliga. Der Rest ist Geschichte. Mehrfacher österreichischer Fußballmeister, Cupsieger, Torschützenkönig, vielfacher Nationalteamspieler, mehr als 20 Vereine, eine unglaubliche Vita und eine sehr, sehr beeindruckende Bilanz. Stefan Meierhofer hat das geschafft, wovon viele träumen, nämlich den Schritt vom Tellerwäscher zum Millionär und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wie ihm dieser Werdegang gelungen ist und welches Mindset er in sich trägt, das wird er uns hoffentlich heute verraten. Herzlich willkommen, Stefan, und besten Dank dafür, dass du meinen Hörern und Hörerinnen hoffentlich tiefe Einblicke gewähren wirst. Servus, grüß dich. Danke mal für die Einladung. Schön, in Folge 3 gleich der erste wirkliche Gast zu sein. Macht Spaß. Ich freue mich auf interessante Fragen und einen schönen Austausch. Ja, darauf freue ich mich auch. Ich möchte kurz zu dem Interviewinhalt gleich zu Beginn ein wenig Stellung nehmen. Stefan Meierhofer hat sicher schon sehr, sehr viele Podcasts gemacht, sehr, sehr viele Interviews, wo er zu seiner unglaublichen Fußballkarriere befragt wird oder wurde. Der Teil des heutigen Interviews soll eher in die Richtung Mindset gehen und Einblicke gewähren, welche Gedanken du in dir getragen hast, wie du denkst, was deine Skills sind oder beziehungsweise waren, um so erfolgreich zu werden. Das interessiert uns und gleich meine erste Frage an dich. Kannst du uns einmal ein bisschen Einblicke in deine Kindheit gewähren? Wie ist deine Kindheit verlaufen? Wo bist du aufgewachsen und wie ist die verlaufen? Also geboren bin ich in Wien, bin dann in der Nähe von Wien aufgewachsen, in Gablitz, eine kleine Ortschaft im Wienerwald. Meine Eltern und ich, wir hatten damals dort ein Gasthaus, die Hochamalpe. Also ich bin in der Natur aufgewachsen. Ich hatte einen älteren Bruder, also ich bin kein Einzel, also nicht als Einzelkind aufgewachsen, er ist leider mittlerweile schon verstorben, aber ich habe einen größeren Bruder gehabt, mit dem ich aufgewachsen bin und mit dem war ich jede freie Minute draußen in der Natur. Wir haben einen Teich gehabt, wir waren oft fischen, wir waren Radfahren, aber das runde Leder hat uns beide eigentlich immer begeistert und wir haben auf der Wiese, wir haben jetzt nicht so diesen englischen Rasen gehabt, sondern einfach ja, Wiesen halt, ne? Und da haben wir uns zwei Stecken in die Erden reingehauen und dann war mal einmal ein dem Tor, einmal dem Tor oder wir haben gegeneinander gespielt unten am Tanzplatzl auf engen Raum und haben wirklich extrem viel Zeit an der frischen Luft verbracht. Wir haben auch das ein oder andere Mal im Gasthaus mitgeholfen, als Kinder schon, haben abserviert, wenn viel los war. Und da haben wir einfach von unseren Eltern sehr, sehr gute Werte mitbekommen, den Umgang mit Menschen, am Stammtisch sitzen, da Stammtischdiskussionen aufnehmen, als Kind dabei zu sein. Da glaube ich, habe ich viel für mein Leben gelernt. Aber zu meiner Kindheit habe ich eine sehr schöne Kindheit gehabt, war in der Volksschule, dann bei den Dominikanerinnen, dann habe ich eine Lehre absolviert, bin gelernter Koch und Restaurantfachmann. Und so dann in dem Erwachsenwerden, Führerschein machen, Lehrabschlussprüfung, war es dann so. Meine Eltern haben immer gesagt, ich habe viel in der Jugend Fußball gespielt, war schon bei Landesliga-Verein Betulen in der Jugend und dann hätte ich auch damals zu Rapid wechseln können oder die Admira hätte damals auch die Anfrage gehabt wegen der Akademie, aber meine Eltern haben gesagt, lern lieber einen Beruf, weil du weißt nie, was mit deinem Körper passiert, hacken es damit 20 die Beine ab, wie stehst du dann da, was hast du in der Hand? Deswegen war meine Eltern sehr wichtig, dass sie eine Ausbildung macht. Das habe ich auch gemacht, das habe ich verfolgt, habe diesen Beruf auch mit sehr viel Leidenschaft und Freude ausgeübt und bin auch froh über diesen Weg, den ich dann eingeschlagen habe, weil ich glaube, ich war einfach demütiger im Gegensatz zu vielen anderen Fußballern, zu wissen, was es ist, auf normalen Weg sein Geld zu verdienen. Ich habe 8 Jahre in der Gastronomie verbracht und diese 8 Jahre haben mich geprägt als Menschen. Und deswegen war ich viel ja, demütiger, dankbarer, als ich dann zweimal am Tag trainieren habe dürfen im Fußball. Und ich glaube, diese Zeit davor hat mir sehr geholfen, dass ich dann auch dieser Arbeiter, dieser
Trainierer war, der sich einfach alles hart erarbeiten müssen, dann auch am Trainingsplatz. Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen in der Kindheit. Wie hast du deine Schulzeit erlebt? Also du bist ja anscheinend sehr, sehr bodenständig aufgewachsen. Wie hast du die Schulzeit erlebt? Warst du eher guter Schüler, mittelmäßiger oder wie hast du die Ich Schulzeit? glaube, in der Volksschule war ich ein guter Schüler. Bei den Dominikanerinnen war ich dann auch so, dass ich mal einen Vierer, zwei gehabt habe. Ich habe nie einen Fünfer gehabt, zum Glück. Da habe ich dann schon dementsprechend auch diesen Ehrgeiz in mir gehabt, nicht durchzufallen, nicht sitzen zu bleiben, sondern in dieser Klasse zu bleiben, zu lernen. Das Lernen war halt nie so das, wo ich sage, ich setze mich jetzt hin, tue eine Stunde, zwei lernen, sondern war ich lieber draußen an der frischen Luft, an der Natur, habe dann auch bei den FC Tulln damals in der Jugend gespielt, haben wir dreimal die Woche trainiert, dann am Wochenende Spiel. Also da ist dann auch Zeit drauf gegangen. Das haben mir aber meine Eltern auch nie verboten, weil sie gewusst haben, wie gut mir das tut, wie viel Spaß, wie viel Freude ich da habe. Und trotzdem, die schulischen Leistungen haben nie darunter leiden dürfen. Und deswegen habe ich mich dann schon auch immer zusammengerissen und habe in meiner ganzen Schulzeit nie irgendwie eine Nachprüfung oder sonst irgendwas gehabt. Man sagt ja so in der Persönlichkeitsentwicklung, dass diese Prägephase, also die ersten 7 Jahre, ganz, ganz entscheidend für das weitere Leben sind, weil sie da sehr, sehr viele Muster und Programme quasi installiert werden, weil wir Kinder bis zu diesem Alter alles aufsaugen, quasi via Videorekorder und alles aufzeichnen. Was hast du damals für Werte von deinem Umfeld, von deinen Eltern vermittelt bekommen? Dass wenn du hart arbeitest, dass du für dich alles erreichen kannst. Und ich glaube, es ist lustig, dass du das ansprichst bis zum 7. Lebensjahr. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber genau in dieser Zeit von ja, 6 bis 8 war es so irgendwie so, ich habe nicht gewusst, was ich habe. Mittlerweile weiß ich, ich habe Zöliakie, das ist eine Stoffwechselerkrankung. Und in der damaligen Zeit, im 89er Jahr, also mit 7 Jahren sind wir dann draufgekommen, aber wir haben fast 1,5 Jahre einen Arzt nach dem anderen aufgesucht. Da wieder ein Termin, dorthin, da wieder eine Kontrolle, da wieder Blutabnahme, da wieder Hautabstanzung, so wie sie es früher gemacht haben, und. Und du Entschuldigung, bist wie dann hat ein sie das geäußert? Also, was hast du für Symptome gehabt? Magen-Darm, Passiert da? Ja. Durchfall, aufgeblähten Bauch, Ja. Unwohl. Und dann habe ich sogar noch am ganzen Körper rote Flecken bekommen. Ja. Habe aber schon diese Maßnahmen, muss alles gehabt im Babyalter. Von dem her war das komisch, dass ich dann mit 6 Jahren solche Symptome auf einmal habe. Und ja, von einem Arzt zum anderen gelaufen und dann du weißt nicht, was du hast und das ausprobiert und das ausprobiert. Und ja, dann ist die Diagnose gekommen, Zöliakie, und boah, im 89er Jahr. Heute gehe ich zum Billa Plus und kaufe mal einfach schnell eine glutenfreie Semmel, lass mal belegen und habe es zum Essen. Ja. Und damals war es halt schon sehr schwierig. Da bin ich sehr dankbar an meine Mutter, die dann sehr, sehr viele Sachen ausprobiert hat, Sachen gekauft hat für viel Geld und dann auch für mich gekocht hat, Sachen ausprobiert hat. Und das war eine sehr lehrreiche Zeit. Zu wissen, man ist anders wie andere. In der heutigen Zeit eine Unverträglichkeit ist ja nichts Außergewöhnliches. Aber damals war ich halt der Einzige in der Volksschule oder in meiner Klasse oder im Fußball, der halt diese Krankheit gehabt hat. Und deswegen warst du immer ein bisschen anders. Aber das hat mich gestärkt, das hat mich geformt. Und hat aber dann auch quasi dieses, wie soll ich sagen, du wirst eingeladen zum Geburtstag, McDonald's, alle sitzen dort und essen den Burger und alles und du sitzt da und trinkst halt nur den Cola oder was anderes und isst nicht. Und da hat mich meine Mutter halt schon auch so erzogen, damit ich das merke und weiß, was es mit mir und mit meinem Körper anstellt, wenn ich quasi sündigen tue, wenn ich etwas esse, was mein Körper nicht vertragt. Und das letzte Mal so wirklich gesündigt, wo ich bewusst etwas gegessen habe, wo ich weiß, das darf ich nicht, war mit 12 oder 13 im Skiurlaub, so Pubertätphase und ich scheiße jetzt auf alles und warum gerade ich? Und ich möchte jetzt auch ein Germknödel essen oder einen Krapfen. Nur die 3 Tage danach werde ich nie wieder vergessen. Und deswegen werde ich nie wieder mein Leben wohin greifen, wo ich weiß, das vertrage ich nicht, das darf ich nicht. Das hat mich aber auch in anderen Sachen, glaube ich, geprägt, zu wissen, okay, du musst durchhalten, du musst dranbleiben. Es kommen auch wieder andere Zeiten und verliere dein Ziel nicht aus den Augen und so. Und ich glaube, das hat mich schon noch sehr geprägt, zu wissen, dass man eine Krankheit hat. Am Anfang nicht zu wissen, was man hat, dann zu wissen, welche Krankheit ich habe. Und dass, wenn ich mit dieser Krankheit leben möchte und erfolgreich sein möchte, auf was ich halt dann auch verzichten muss. Und das, glaube ich, hat mich schon sehr geprägt. Also ich habe gerade ein bisschen einen Gänsehautmoment, weil meine nächste Frage wäre eben gewesen, wo hast du dir eventuell dieses Mindset angeeignet, dieses diszipliniert zu sein, dieses dran zu bleiben, dieses fokussiert sein?
Und das ist ja gar nicht auszuschließen, dass ein bisschen da bei dieser Erkrankung oder beim Start dieser Erkrankung oder die ja bis heute begleitet, sicher, dass da das seinen Ursprung hatte, ne? Ja, das auch. Aber ich glaube, wie gesagt, auch ich bin aufgewachsen im Wienerwald. Zeitgleich zu dieser Zeit, wo wir nicht gewusst haben, was ich habe, haben wir schon angefangen, das neue Haus zu bauen. Mein Vater hat die Ziegel selber noch verschalt und betoniert. Und im Jahr 94 sind wir dann ins neue Haus einzogen. Und da habe ich einfach gesehen, mit harter Arbeit, mit sehr viel Schweiß und Energie um 4 in der Früh aufstehen, der Betonierer kommt und dann tut der Vater selber das Beton verteilen und so. Das war schon mit anzusehen, wie etwas entsteht, wie etwas größer wird und wenn das dann fertig ist, mit welcher Freude, mit welcher Leidenschaft und mit was für einer Genugtuung auch und dann zu sagen kann, jetzt ich habe was geschafft, ich habe was erreicht, aber das ist noch nicht alles. Es geht jetzt weiter, jetzt kommt der nächste Schritt, ne? Und wie etwas zum Wachsen anfängt. Und das war, glaube ich, auch gut zu sehen. Und das war dann auch am Anfang meiner Karriere so, dass ich, wenn ich wo war, mir dann Ziele gesteckt habe. Das ist schön. Ich bin jetzt im Profibereich Fußballer, aber ich möchte dorthin, ich möchte das noch erreichen, ich möchte diese Ziele für mich haben. Und da habe ich mir Schritt für Schritt immer wieder in meinen Kopf Ziele gesteckt, die ich abarbeiten wollte, die ich erreichen wollte. Und bin sehr dankbar und auch sehr glücklich, dass ich wirklich das ein oder andere Ziel erreicht habe. Und da dran geblieben bin und mir dieses dann auch selbst ermöglicht habe. Ich habe unlängst erst die Doku von Arnold Schwarzenegger, übrigens sehr zu empfehlen, angeschaut. Und er hat gesagt, wenn ich einen Berggipfel erreicht habe, habe ich Ausschau gehalten nach Nach dem dem nächsten. nächsten Berggipfel. Und das ist eine schöne Metapher eigentlich. Du hast vorher auch den Ausdruck oder den Satz gesagt, du warst schon damals anders, eben auch durch deine Erkrankung. Stefan Mayrhofer war immer anders. Sein Werdegang war anders. Du bist als Typ her anders. Wie hast du das während deiner Kindheit ja, erlebt? Warst du jetzt nur wegen deiner Krankheit anders oder warst du auch schon in der Volksschule oder im Teenageralter anders als die anderen? Nicht nur wegen deiner Erkrankung. Ja, ich war immer sehr groß, somit bin ich immer aufgefallen. In der Volksschule war ich dann schon größer wie meine Lehrerin. Ja. ja, ich war immer sehr zielorientiert. Ich wollte immer gewinnen, auch beim Völkerball in der Schule oder wenn man irgendwelche Sachen gemacht hat. Ich habe immer nach dem gestrebt, der Beste zu sein. Keine Ahnung, Mathematikwettbewerb wollte ich ja der Erste sein, beim Schönschreiben, auch wenn es mir da nicht gelungen ist, ja, dass einfach Mädels eine schöne Schrift gehabt haben wie ich, ja. Aber ich habe das, was ich gemacht habe, wollte ich einfach immer mit sehr, sehr viel Leidenschaft und Erfolg dann einfach auch haben. Ich wollte dann auch diese Bestätigung haben zu spüren, du bist gut. Und das war dann einfach im Fußball so. In der U10 damals schon habe ich den Meistertitel mit Gablitz gewonnen und war der beste Torschütze mit, keine Ahnung, 58 Toren in einer Saison. Und insgesamt haben wir nur 106 Tore geschossen. Also ich habe die Hälfte aller Tore geschossen. Und das war einfach so, ich wollte immer mehr, immer da, ja, erfolgreich sein. Und das hat mich schon als Kind auch immer schon so begleitet, zu sagen, wenn ich was mache, dann mache ich es. Und das haben mir meine Eltern auch in meiner Jugend dann auch so mitgegeben, dass wenn du etwas anfängst, du machst die Schule, du machst die Ausbildung, dann machst du es fertig bis zum Schluss. Das ist so wie beim Führerscheinprüfung. Ich habe den L17 machen dürfen, bin mit meinem Vater an 3000 Kilometer im Auto gefahren, quer durch Österreich mit meiner Oma damals noch ins Zillertal, damit ich die Kilometer zusammenkriege. Da haben sie mich begleitet, haben sie mich unterstützt und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil das für mich in meinem Leben auch wichtig war, mit 17 schon den Führerschein zu haben, selbstständig zu sein und alleine meine Wege einzuschlagen und wohin zu fahren. Und das habe ich immer alles durchgezogen und bis jetzt, ich bin jetzt bald 42 im Sommer, alles, was ich angefangen habe, habe ich fertig gemacht. Der nächste Schritt, das ist lustig, dass wir heute dieses Interview führen. Heute bekomme ich hoffentlich die Entscheidung, ob ich im neuen Pro-Lizenz-Kurs dabei bin oder vielleicht noch mal 2 Jahre warten muss, ne? Ich hoffe natürlich, dass ich dabei bin, weil ich einfach als Ziel für mich den nächsten Step habe, dass ich im Profibereich irgendwo Trainer wäre. Das wäre natürlich eine Riesensache, wenn ich jetzt in diesem Kurs bin. Ich weiß, dass ich noch lange kein fertiger Trainer bin, dass ich noch sehr, sehr viel lernen muss auf diesem Weg. Ich war 18 Jahre Profifußballer, ja, Spieler ist aber ganz was anderes wie Trainer. Das habe ich jetzt die letzten 1,5, 2 Jahre auch gemerkt. Die Jahre davor, wo ich Co-Trainer war, wenn du so ein bisschen schon mit eingebunden bist. Aber jetzt in meiner Verantwortung als Talentetrainer tagtäglich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, über die Spieler selbst nachzudenken, Videos zu schauen und den Spielern dann Tipps mitzugeben, was können sie besser machen, wo haben sie vielleicht noch Bedarf. Das macht extrem viel Spaß.
Aber ich merke einfach auch, dass es ein sehr fordernder Beruf ist und da freue ich mich einfach auf die Zeiten, die jetzt noch kommen. Wie gesagt, heute ist Tag der Entscheidung. Es kribbelt, aber ich freue mich schon drauf. Also ich wünsche dir alles Gute, dass du dieses Ziel so schnell als möglich erreichst. Danke. Ich will da jetzt nichts heraufbeschwören, aber ich muss da trotzdem die Frage stellen, wie bist du mit Niederlagen umgegangen? Also auch während der Kindheit, ich habe gestern gegen einen Nachbarburschen von mir Fußball gespielt, der will es immer wissen und ich bin auch eher der, der nicht so gern verliert. Ich habe gewonnen gegen ihn, der hat dann fast durchdreht ein bisschen. Ich habe dann am Abend durchdreht, weil ich hab, beim Seniorenkickerl dann verloren. Oh, Wie oh. ist Stefan, ja, das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Das war wirklich sehr, sehr schmerzlich. Wie ist Stefan Meyerhofer mit Niederlagen umgegangen? Also hat sich das gewandelt? Warst du auch eher der, der nicht so gut verlieren kann? Oder wie hat sich das Niederlagen. entwickelt? Niederlagen waren immer schwierig. Aber ich glaube auch, wenn man dann reflektiert und sagt, warum hat man verloren, was waren die Ursachen, welche Gründe, war jetzt nicht nur ich schlecht, ja, habe ich einen Elfmeter verschossen, da bin ich schuld, aber vielleicht auch als ganze Mannschaft, was war heute vielleicht nicht so, was haben wir nicht an den Tag gelegt, welche Werte haben vielleicht gefehlt als ganzes Team. Ich glaube, das ist als Einzelsportler anders, wie dann auch als Fußballer, als Mannschaft. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig in einer Gemeinschaft. Nehmen wir jetzt das Beispiel her, Bayern München. Die haben die letzten Wochen nur auf die Presse bekommen und es war so Tag der Entscheidung gegen Lazio. Und das war eindeutig. Ich habe nur die letzten, glaube ich, 25 Minuten gesehen, da ist schon 3-0 standen. Aber die haben den Gegner kontrolliert, die haben ihnen keine Möglichkeit gelassen. Das ist dann einfach auch dieses Bayern München, so wie wir es kennen und so wie ich diesen Verein auch schätze und liebe. Ich bin Bayern München-Fan, ja. Die haben die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich bestritten. Jetzt ist halt einfach eine Phase drin, wo ich sage, die sind nicht so schlecht. Leverkusen ist einfach in diesem Jahr viel besser. Und das muss man dann auch akzeptieren, als Sportler zu sagen, der Gegner war heute gut, der Gegner war heute besser wie ich. Beim nächsten Mal muss ich es besser machen. Und das ist ein Lernprozess, mit dem muss man auch fertig werden. Egal, ob es positiv oder negativ war, die Nächte nach einem Spiel waren immer, ich habe lang braucht, bis ich einschlafen habe können. Dann habe ich noch befließen lassen vom Fernseher oder wenn es dann im Bett ging, bist du noch 1, 2 Stunden. Du gehst einfach alle Sachen im Kopf durch. Und das hat mich aber auch dann weitergebracht, weil beim nächsten Mal habe ich diesen Fehler vielleicht dann nicht gemacht, habe mich anders bewegt, habe mich anders positioniert. Das waren schon noch so Sachen, wo ich selbst reflektiert habe nach Spielen und dann mit mir selber auch ins Gericht gegangen bin. War ich halt gut oder war ich schlecht? Das muss man einfach auch beinhart ansprechen. Und zum Glück war es in meiner Karriere so, dass ich oft gut war. Aber es hat definitiv auch Spiele gegeben, wo ich mich ins Spiel abschauen können und sagen, hey, heute warst du einfach nicht gut, heute hast der Mannschaft nicht helfen können, das darf dann nicht nochmal passieren, musst dich besser vorbereiten, musst wieder fokussierter sein, keine Nebengeräusche haben, keine anderen Gedanken, sondern wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Und dann ist man beim nächsten Mal wieder besser gegangen. Also in der Persönlichkeitsentwicklung generell sagt man eigentlich, dass man aus Niederlagen wesentlich mehr lernt als aus Siegen. Und ich habe das in meiner letzten Folge, wo es um Selbstverantwortung geht, auch kurz angesprochen, dass im Fußball halt sehr, sehr oft dass der Fall ist, dass die Verantwortung abgeschoben wird. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, du hast das angesprochen, wie war man selber? Aber jeder hat als Einzelner für mich die Verantwortung, wenn er reflektiert ist, das sind halt leider relativ wenige, aber wenn jeder versucht und reflektiert und versucht, das Beste zu machen und einzuwirken, ganz egal wie, das muss ja nicht immer nur mit Leistung sein, das kann ja mit aufmunternden Worten mit dem Gegenspieler, dem Mitspieler gegenüber sein oder andere Dinge, einfach mithelfen, auch in der Defensive oder sonst was. Und wenn sie da jeder einbringt, dann ist Erfolg eigentlich unausweichlich. Aber diese Reflexion, diese Verantwortung übernehmen, das ist im Fußball, ich glaube, du wirst das auch jetzt erleben mit den jungen Spielern. Das ist ein sehr schwieriges Thema, muss ich ehrlich sagen. Wie Absolut, siehst ich du probiere das? das den Jungs auch immer wieder mitzugeben, dass sie tagtäglich, vor allem bei uns im Akademiefußball, alles geben müssen und alles geben sollen. Und wir geben ihnen sehr viel vom Trainerteam her, von der Akademie. Wir haben sehr, sehr viele Optionen, sehr, sehr viele Möglichkeiten, super Infrastruktur. Und ich selber, ich schlafe Montag auf Dienstag in der Akademie immer, von Mittwoch auf Donnerstag, weil wir dann eben am Dienstag und am Donnerstag 8:15 Uhr Training haben, 11:15 Uhr Training haben und ich brauche nicht bei mir um 6 in der Früh losfahren, dann schlafe ich dort, tue am Abend meine Sachen ausarbeiten, sitze am Computer, habe auch meine Bürozeiten, die ich habe, die ich brauche, Videos, Videoanalyse und so Sachen mache, das kann ich dort in Ruhe machen.
Wir opfern schon sehr, sehr viel Zeit. Das gehen wir den Kids dann einfach auch mit und den Jugendlichen und sagen einfach auch, wir investieren sehr, sehr viel Zeit in euch, dass ihr besser werdet. Unsere Erfahrungen geben wir an euch weiter und ihr müsst das dann einfach auch dann annehmen. Die einen anderen Spieler nehmen das gut an, die einen anderen glauben zu wissen, sie wissen schon alles, ne? Und das wird dann einfach schwierig. Ich glaube, es ist immer so ein Geben und Nehmen, aber von beiden. Ich glaube, ich kann auch von den Jungs auch noch viel mitnehmen, für mich auch, für meine Zukunft. Wie ich könnte vielleicht andere Sachen besser angehen. Der ein oder andere Spieler braucht einfach diese ruhige, normale Gesprächsbasis. Und der andere braucht einfach vielleicht auch ein bisschen so diese Härte, dieses, ja, alte Schule noch. Jeder ist verschieden, jede Person braucht ein bisschen einen anderen Zugang und eine andere Kommunikation. Das auf eine Gruppe zu nehmen, ist immer vielleicht schwierig, aber in so Einzelgesprächen merkt man dann schon auch, welcher Spieler braucht welchen Umgang. Das ist auch ein guter Lernprozess für mich, jetzt einfach auch als Trainer zu sagen, okay, vor der Gruppe muss ich mich dann trotzdem als Trainer zeigen und beweisen. Aber in diesen 4 Augen Gesprächen dann kannst du, glaube ich, jeden Spieler gut abholen und dann einfach auch, ja, du musst jedem nicht nur den Finger, sondern einfach die Hand reichen und sagen, schau, wir gehen gemeinsam einen Weg. Mein Weg ist es genauso als Trainer jetzt besser zu werden, wie du, dass du sagst, als Akademiespieler schaffst du den Sprung in den Profibereich. Und ich bin sehr stolz, wenn der ein oder andere Spieler aus der Akademie Burgenland irgendwann einmal im Profibereich aufläuft und dann kann ich sagen, okay, ich habe ihn begleitet, ich habe ihm helfen können. Und vielleicht waren da diese, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5% dabei, die ihm geholfen haben, dass er dann Profi wird. Ich hoffe es. Also du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, für mich jetzt persönlich. Zu mir hat das vor ja, mittlerweile schon bald 30 Jahren ein Mitspieler einmal gesagt, der ein paar Jahre älter war als ich, der hat gesagt, der beste Trainer ist der, der die unterschiedlichen Charaktere der 20 Spieler einordnen kann und jeden so anspricht und jeden dort abholt, wo er es braucht. Das ist definitiv nicht immer leicht und einfach, aber für einen erfolgreichen Trainer meines Erachtens nach unglaublich wichtig. Und genauso wie du gesagt hast, das ist in der Gruppe dann oftmals schwierig, ja, geht in Einzelgesprächen besser, aber ich bin der Meinung, dass man die einfach führen muss. Und genauso wie es schwierig ist, die pauschal zu erreichen mit einer Art, die man hat und jeder muss sie nehmen, genauso sehe ich es auch bei Spielsystemen, weil für mich ist das Spiel auch ein dynamischer Prozess. Jetzt trifft man kurz im Fußball ab, das geht ja nicht anders. Aber für mich ist Fußball ein dynamischer Prozess und sehr viele Trainer glauben, sie stülpen ein System drüber und das ist erfolgreich. Aber das Spiel ist dynamisch. Es gibt ganz unterschiedliche Situationen. Bin ich hinten, bin ich vorn, habe ich einen Ausschluss, hat der Gegner einen Ausschluss? Wie ist die mentale Situation der Mannschaft? Habe ich viele angeschlagene Spieler? Also es ist immer dynamisch. Und deswegen glaube ich auch, dass man diese Dynamik, also dass man nicht zu starr sein darf. Und das ist was, was auch in der Betreuung der Leute unglaublich wichtig ist, dass man jeden auch anspricht, ne? Also als Trainer oder egal, als Führungskraft. Das geht ja jetzt nicht nur um Fußball, sondern es ist unglaublich wichtig, weil jeder braucht die Informationen anders aufbereitet, braucht einen anderen Zugang. Ich brauche zum Beispiel, ich brauche Infos kurz und prägnant und knackig direkt aufbereitet. So wie ich bin, so brauche ich es auch. Ja? Wenn einer zum Schwafeln anfängt, das wird schwierig dann für mich zu folgen. Deswegen habe ich in der Schule auch immer so meine Themen gehabt. Aber deswegen glaube ich, dass das für einen Trainer unglaublich wichtig ist, zu erkennen, diese Individualisierung und dass es ja da auch Zeit nimmt, das zu tun, weil nur so kannst du die Spieler abholen, für dich gewinnen und dann wirst du erfolgreich sein. Ich hoffe, Thomas Tuchel hat jetzt zugehört. Ich habe ein super Interview gesehen vor ein paar Wochen. Carlo Ancelotti hat gesagt, ich habe nicht nur Spieler, ich habe Menschen und Männer. Jeder verfolgt ein anderes Ziel, jeder hat seine Familie, jeder hat andere Genau. Ideen auch. Ich glaube, es ist immer, wie gesagt, wichtig, auch auf diesen Menschen einzugehen und einmal aus der guten Phase, einmal aus der schlechten Phase, privat. Ich habe jetzt eine kleine Tochter mit 2 Jahren daheim, in 3 Wochen oder vielleicht 2 Wochen kommt Baby Nummer 2. Oh, Du hast herzlichen einfach. Glückwunsch. Danke, danke. Und es sind einfach die familiären Situationen. Ich glaube, das ist bei jedem einfach dann auch anders. Ich war vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen, wie ich zum Assessment gefahren bin für die Polizei am Abend davor. Die Tochter, wir waren beim Kinderarzt, die hat dieses RSV-Virus, 9 am Abend, ganze Bett angekotzt und eine ganz schlechte Nacht, husten müssen, nicht schlafen können, die Kleine. Dann haben wir vielleicht gemeinsam alle so 3 Stunden Schlaf gefunden. Trotzdem habe ich mich dann am nächsten Tag fokussiert und bin dorthin gefahren und habe mein Bestmögliches abgerufen. Ne? Und ich glaube, das ist einfach auch immer wichtig. Keiner weiß,
wie es bei dem dann daheim ausschaut, was gerade passiert ist, was los ist. Ne? Und ich glaube, bei 20 Spielern oder vielleicht dann sogar 25 Spielern bei einem größeren Kader weißt du nie, in welcher Situation gerade welcher Spieler ist. Und trotzdem, das Schöne ist einfach auch im Fußball, wenn wir beim Fußball wieder sind, dass du als Mannschaft dann auch, wenn ich beim Fußball war, habe ich so viel abschalten können, so viel vergessen können. Ich war am Trainingsplatz, ich war beim Spiel, war in meiner Gruppe und wollte dann einfach erfolgreich sein. Habe die anderen Sachen ausblenden können. Und da hat mir diese Gruppe, dieser Fußball hat mir einfach immer so viel Halt und Rückhalt gegeben, zu sagen, hey, das ist das, was ich will. Da möchte ich Spaß und Freude raushauen, da möchte ich Sachen vermitteln, da kann ich mich aufbauen. Und das sind einfach auch schöne Sachen, die als Mannschaft, als Gruppe dann zu erleben. Und das gibt einem auch sehr, sehr viel. Also für mich ist ja Fußball das Spiel des Lebens und es gibt so viele unglaubliche, so unglaublich viele Analogien, die du vom Fußball eigentlich ins Leben übertragen kannst. Aber du hast jetzt auch was ganz Wichtiges gesagt, wo hoffentlich der eine oder andere das wirklich mitnehmen kann. Du hast die ganze Nacht neben der Sorge um die Tochter, ich kenne Ja. das als Familienvater natürlich sehr, sehr gut, hast du wenig geschlafen, hast da unglaublich anstrengende Nacht gehabt, aber ja, es interessiert keinen. Du bist dorthin gefahren und hast abgeliefert und hast dein Bestes gegeben und diese Sudereien, diese Ausredenscheiß, den jeder macht und ich kann das nicht, weil das so mit drückter Chance oder sonst irgendwas, das interessiert keinen. Geh hin und liefer ab, es nutzt nichts. Ja. Also das Auch ist. so, ich habe ja dann quasi meine schwangere Frau daheim mit dem kleinen kranken Kind liegen lassen, die jetzt auch natürlich mit ihrem Bauch nicht jetzt da rumspringen kann, aber dann mit dem kranken Kind daheim ist es dann nochmal anders, ja. Und das war auch ein fordernder Tag für sie und auch als Vater, Familienvater, wegzufahren, abzuliefern, am Abend dann wieder heimzufahren, Arbeit zu übernehmen und sagen, was kann ich jetzt machen oder nicht, ja. Also das, wie gesagt, war nicht einfach, aber so wie du sagst, es bringt nichts, sondern du musst halt einfach an diesem Tag X dann abliefern. Und du kannst da nicht immer das bestmögliche Prozedere raussuchen. Du möchtest es natürlich, aber das Leben spielt einfach eine andere Geschichte und es ist so. Und deswegen hat es da für mich nur dieses Geben hinfahren, abliefern. Ich habe doch niemandem erzählt, letzte Nacht war so und so, sondern Ja, es sieht ja dort auch kein. find ich unglaublich geil. Sicher in Abstimmung mit deiner Frau, nicht, dass man da von den Frauen jetzt Probleme kriegen, dass du deine schwangere Frau zu Hause liegen hast lassen, Nein, wie du nein, 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 gesagt nein. Das... hast. Also die war sicher bestens versorgt, alles gut und hat ja. das sicher auch sehr, sehr wohlwollend mitgetragen. Lass mich dir noch ein, zwei Fragen stellen und zwar, mich interessiert noch also der Schritt, ich habe das damals erlebt, ich habe damals in Zwettl gespielt, wollte der eigentlich von über Umwege von Langenrohr nach Zwettl lotsen. Und Stefan Meyerhofer hat abgesagt damals, komplett unverständlich für mich, weil das Zettel ist damals aufgestiegen in die Regionalliga und wäre Liga höher gewesen. Stefan Meyerhofer ist kurzerhand nach München gefahren und hat dort glaubt, er kann für Furore sorgen. Jeder hat sich am Kopf gegriffen, was der eigentlich will. Und 2 Jahre später bist du in der Allianz Arena gestanden. Wie hat denn dein Umfeld da darauf reagiert? Also haben dich da die Leute bestärkt oder haben gefragt, ob du irgendwo angerannt bist? Oder wie war das? Wie hast du das erlebt? Ich habe immer schon so einen sehr engen Kreis von Freunden gehabt, den habe ich jetzt auch noch. Und der eine oder andere hat das gewusst. Damals war die Kommunikation jetzt WhatsApp und so hat es ja nicht gegeben, SMS, Handy hat jeder gehabt. Wenn du das brauchst, hast du dann telefoniert. Heute schreibst du mir und schickst irgendwas. Und da haben das die Leute schon gewusst. Und ich bin damals von daheim weggefahren, habe mich von meiner Familie verabschiedet. Meine Mutter hat geweint unten, wir haben uns in den Arm genommen im Gasthaus. Sie hat gewusst, ich komme nicht mehr heim, weil sie, glaube ich, diese Überzeugung und diese Zielstrebigkeit in mir ja, gesehen hat. Einfach gewusst, was ich für ein Mensch, was für ein Typ bin. Mein Vater damals war enttäuscht, dass ich ihn quasi jetzt da mit dem Gasthaus quasi so alleine lasse und jetzt Fußball spielen möchte in München, ja. Der hat nie wirklich viel mit Fußball anfangen können, ja. Mittlerweile ist er mein größter Fan. Aber das war auch für mich dann so. Das alles auf eine Karte setzen. Entweder übernehme ich den Betrieb von meinen Eltern oder ich schaffe es jetzt und werde Fußballer. Und ich wollte unbedingt in dieses Fußballbusiness rein und habe mir in dieser Woche den Arsch aufgerissen. Hermann Gerland, mein Trainer, Gerd Müller, mein Co-Trainer, das hat mich so motiviert, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und ich wollte dort nicht mehr weg. Ich wollte unbedingt einen Vertrag haben und da habe ich in dieser Woche alles gegeben.
Habe dann zum Glück auch überzeugt in den Spielen und ja, dann habe ich eine Woche später einen Vertrag unterschreiben dürfen. Nicht nur für ein Jahr, sondern für 2 Jahre. Das war während der Vertragsunterschrift, ist Hermann Gerland ins Büro gekommen und hat gesagt, nein, nein. Und ich habe gedacht, oh Gott, der hat sich anders überlegt, der ist ein anderer Stürmer. Der kriegt nicht nur ein Jahr, sondern 2 Jahre. Und das war genau das Richtige für mich, weil im ersten Jahr kleine Verletzung gehabt und war dann trotzdem im ersten Jahr bester Torschütze. Aber das nächste halbe Jahr Vorbereitung mit den Profis zu machen, kurz 2 Einsätze bei den Profis zu haben, mitzutrainieren, dabei zu sein, das hat mich nochmal so gepusht und weitergebracht als Spieler und auch als Mensch, dass ich extrem dankbar bin für die Zeit dort. Und auch er war mein erster Trainer und der hat mich extrem geprägt und da bin ich extrem dankbar dafür. Ich kann dir, glaube ich, im Nachgang kann ich dir auch eine Sprachnachricht weiterleiten, die ich damals, ich habe ein Interview gemacht mit Sky und die mir das dann vorgespielt, die haben Hermann Gerland angerufen. Und er hat gesagt, was mich ausgezeichnet hat, war meine Leistungsbereitschaft, mein unbändiges, ich möchte noch lernen, ich möchte besser werden. Das wollte ich immer. Ich wollte nicht zudern, ich wollte nicht, weil ich ihn gewusst habe durch die Gastronomie, 12, 16 Stunden arbeiten. Da gehe ich lieber Vormittag 2 Stunden trainieren, Nachmittag 2 Stunden trainieren und reiße meinen Ort auf dem Trainingsplatz. Und das hat mich einfach immer vorangetrieben. Na, unglaublich, unglaublich beeindruckend, was du gemacht hast. Man sagt ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung, dass die 5 Leute, mit denen du umgibst, ist jetzt wurscht, ob 6 sind oder 4, aber die 5 Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst, prägen dich unglaublich. War das eben, das dahingehend war auch meine Frage, hat dich dein Umfeld, also dein engster Freundeskreis oder die Leute, mit denen du meistens zu tun hast, haben die dich eher gepusht oder? Oder ja, waren die eher zurückhaltend? Ja, ich war in so einer Gruppe drinnen, wo wir alle dieses Ziel gehabt haben, Profifußballer Ja, zu werden. Wir haben uns eben. aus der Jugend gekannt, wir wollten alle Fußballer werden und dann habe ich einfach diesen Schritt gemacht. War vielleicht nicht der talentierteste von allen, da waren vielleicht die einen oder anderen, die besser waren, aber ich habe natürlich durch meine körperliche Präsenz sehr viel mitgebracht mit 2,2 Meter und dann einfach auch diesen Kopf, der zum Glück angewachsen ist, weil sonst wäre vielleicht das eine oder einmal davon geflogen. Nein, ich habe immer nach hohen Zielen gestrebt. Ich wollte immer, das, was ich erreichen wollte, habe ich mir, oder habe ich zum Glück in meiner Karriere wirklich sehr, sehr viele Sachen erreicht. Ich glaube, du hast das vorher auch angesprochen. Was war die größte Niederlage? Die größte Niederlage für mich war die Nichtteilnahme bei der Europameisterschaft 2008. Im Dieser Spruch Heimland. von im Heimatland. Ich war nie in einer Akademie, ich war nie in einem Jugendnationalteam, ich habe kein einziges Länderspiel gehabt und war aber dann in diesem 30-Mann-Kader dabei und war von diesen 30 Mann damals sicher einer der Besten, von den Ausdauerwerten, vom Trainingsaufwand, von meiner gerade Meister geworden mit Rapid, mit dieser Euphorie, mit dieser unglaublichen Motivation in mir drinnen auch, ich war körperlich topfit. Flow, Und durch, eigentlich Flow. Eigentlich ja. fahrlässig vom Hicke, dass er dir deine genommen hat, weil da warst du mega im Flow, ne? Absolut, genau so ist es. Und er hat halt damals dann auch gesagt, ja, die richtigen, aber nicht die besten. Ich war damals einer von den besten. Hat mich extrem geknickt. Andi Dober neben mir im Auto, der hat geweint, der war fix und fertig, den habe ich heimgebracht. Der hat noch keinen Führerschein gehabt, sind wir von Graz heimgefahren. Also die Autofahrt werde ich auch nicht vergessen, der war am Boden zerstört. Und ich wollte mir das damals nicht so anmerken lassen vor den Leuten. Ich bin dann eher für mich, ich bin dann daheim und daheim habe ich auch geweint. Ich war einfach wirklich am Boden zerstört. Habe mich 2, 3 Tage vergraben. Dann habe ich noch 7 Tage, noch eine Woche Urlaub gehabt. Und da war es so, soll ich jetzt nochmal nach Ibiza fliegen oder so? Nein, ich war nicht in der Stimmung, nach Ibiza zu fliegen. Ich wollte auf das erste Spiel von den Jungs, bin im Stadion. Bin ins Stadion gefahren, habe die Jungs in Kroatien unterstützt. War extrem schwierig, weil ich wollte gerne unten am Platz dabei sein, aber ich bin dann auf der Tribüne gewesen. Und dann hat schon wieder die Vorbereitung mit Rapid begonnen. Und mein erster Tag bin ich bei Rapid reingegangen. Der eine oder andere hat natürlich, ja, abgeklatscht und habe mir natürlich dann auch gesagt, ey, du hättest es verdient gehabt, du hättest dabei sein müssen, etc. Bin direkt zum Fitnesstrainer gegangen, zum Christian Canestrin, habe gesagt, schau, bin ich der Richtige, bin vielleicht der Beste, aber ich bin noch immer nicht gut genug. Wir müssen härter arbeiten, ich muss doch was machen. 2-mal die Woche extra mit Christian Canestrin in der Kraftkammer gearbeitet. Ein Jahr später, 27, 28 Tore später, Transfer nach England getätigt, das ich mir dann auch als Ziel gesteckt habe. Möchte Punkt 1 Nationalspieler werden, habe ich diesen Jahr dann geschafft, bin dann auch Nationalspieler geworden unter einem anderen Trainer und habe aber dieses Ziel Premier League nie aus den Augen verloren, habe das als Ziel gesteckt, dass ich das erreichen möchte, auch nach dieser Niederlage nicht dabei zu sein.
habe ich mir das Ziel gesteckt und habe es dann zum Glück erreicht. Aber auch da wieder was Unglaubliches und ich hoffe wirklich, dass der eine oder der andere das wirklich aufgreift, generell auch fürs Leben, ne? Solche Niederschläge. Das ist normal, das ist völlig, völlig normal. Und ja, es ist eben dann entscheidend, wie man mit solchen Niederschlägen umgeht, ob man sie eben für seine Stärke nutzt und ob man das annimmt, akzeptiert, dass so ist und sofort wieder den Fokus auf das nächste Ziel legt, oder ob man in seinem eigenen Sumpf dann gefangen bleibt und sich in Selbstmitleid zerfließt und dann am Boden liegen bleibt. Und das ist, glaube ich, einer deiner größten Stärken, dass du sowas komplett transformieren kannst und noch stärker und gestärkt aus sowas zurückkommst. Und das sagen auch sehr, sehr viele Persönlichkeitstrainer, dass die genau diesen Prozess durchmachen. Und das ist, glaube ich, was unglaublich wichtig ist, dass man das eben schafft, da wieder sofort rauszukommen und nicht zu lange dort hängen bleibt, ne? Ich glaube auch, dass bei vielen in der heutigen Jugend oder im Profifußball, dass viele so sagen, ja, jetzt habe ich meinen Profivertrag. Das war mein Ziel. Ja, mein Ziel war auch, Profi zu werden. Ich bin im Ausland Profi geworden. Ich habe es nie in Österreich drauf geschafft. Bin im Ausland Profi geworden, war dann im Ausland Koblenz, zweite deutsche Bundesliga, Kräuter Fürth. Dann bin ich zurück nach Österreich, habe 1,5 tolle Jahre gehabt bei Rapid Wien, sehr erfolgreich gewesen. Dann nach England und ich habe mir halt immer diese Ziele gesteckt. Ich war Meister mit Rapid Wien, habe meinen Vertrag verlängert, aber ich wollte diesen Vertrag im Kopf. Mein nächstes Ziel, in einem Jahr möchte ich nach England. Jeder andere sagt, ich habe jetzt 3 Jahre bei Rapid unterschrieben, super, danke. Nein, du musst weitermachen, du musst hart arbeiten. Natürlich, wenn ich mit 35 einen Vertrag unterschreibe, sage ich, komm, da möchte ich vielleicht meine Karriere ausklingen lassen, möchte dann vielleicht nachher ins Management, dann auch bei dem einen oder anderen Verein am Schluss die Gedanken. Aber ich habe mir wieder neue Ziele gesteckt und gesagt, komm, da geht es weiter und da kommen noch neue Sachen. Da ist noch so viel im Tank drinnen zu sagen, da kann man noch mehr raus. Und von dem habe ich immer weitergemacht. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, diese Zielsetzung zu haben, sich Ziele zu stecken und diese zu verfolgen. Das ein oder andere Ziel kann man erreichen, das ein oder andere Ziel vielleicht nicht. Aber dann fährt man vielleicht beim Kreisverkehr nicht die erste Ausfahrt, sondern man nimmt die zweite Ausfahrt. Und man fährt nicht im Kreis und bleibt stehen. Ich glaube, das ist wichtig. Jetzt stelle der Frage, die hat er vielleicht in dieser Form noch keiner gestellt. Lass mich jetzt einmal in deinen Kopf rein. Was passiert im Kopf des Stefan Meyerhofer, wenn er sich ein Ziel setzt? Was geht da vor? Also, verstehst du die Frage? Verstehe die Frage, ja. Ich selbst möchte, wenn ich mich in den Spiegel schaue, anschauen und sagen, du hast alles für dieses Ziel gegeben. Und nicht selber, wenn du dich anschaust und sagst, eigentlich an den einen Tag, da bist du nicht um 8, sondern bist erst um 8:30 aus dem Bett und hast diese halbe Stunde weniger Sport gemacht und bist weniger draußen gewesen oder weniger am Platz gewesen. Und da war ich schon immer einer der ersten war beim Trainingsplatz, einer der letzten. Ich habe das immer gebraucht, diese körperliche Fitness auch für mein Spiel. Und da habe ich mir selbst keine Ausreden gegeben, keine Entschuldigungen. Ich habe für mich immer, wenn ich mir ein Ziel gesteckt habe, diese Ziele noch verfolgen wollen und erreichen wollen. Und da hat es dann keine Ausreden gegeben mir gegenüber. Da war ich beinhart. Ja, verstehe ich, aber was passiert bei der Zielsetzung? Stellst du dir das vor? Erlebst du das? Spielst du das in deinem Kopf durch? Ja. Stellst dir du vor, wie du bei Rapid warst, oder wie du zu Bayern gefahren bist? Stellst du dir vor, ich stehe in der Allianz Arena, ich habe das Bayern-Dress an, ich erlebe das? Es gibt ja auch diese Manifestationstechniken etc. Du machst das vielleicht total unbewusst. Deswegen interessiert mich, welcher Prozess geht da vor? Ja, also weiß ich noch genau, am Tag vom Derby mit der Maske habe ich gewusst, dass ich die Partie heute entscheide. Habe es gewusst, habe am Nachmittag bei mir im Gasthaus noch gegessen. Stroganoff mit Nockern, das ist nicht die beste Vorbereitung vom Essen her, aber hat mir an dem Tag nicht gut dann viel Kraft gegeben. Ich bin dann leider nicht von Beginn an am Platz gewesen. Hat aber der Peter Backl wahrscheinlich wieder alles richtig gemacht oder hat alles richtig gemacht, weil die letzten 30 Minuten, das war meine Bühne. Das waren meine 30 Minuten, wo mir keiner die Show stehen hat können und mein Vater war im Stadion, mein Bruder war im Stadion und dann war ich der erste Spieler seit Savicevic, der einen Doppelpack in einem Derby gemacht hat. Und ja, 3 Jahre vorher war ich noch in der Landesliga und jetzt bin ich der Rapid Wien wahrscheinlich zum nächsten Meistertitel schießt. Ne? Und die Sachen, die in meinem Kopf davor gegangen sind, auch am Abend, wenn du im Bett liegst und dir das vorstellst, dann war ich immer der erfolgreich am Platz unten gestanden ist, vor den Fans, der gejubelt hat, mit Maske. Das habe ich mir einfach vorgestellt.
Und ich habe mir auch vorgestellt, damals, um das nochmal aufzugreifen, ich habe um 9:30 Uhr mit den Amateuren trainiert, um 10 Uhr haben die Profis neben uns trainiert. Da war nur ein Zaun dazwischen. Ich wollte unbedingt mal mit ihnen da drüben trainieren. Ich habe alles dafür gegeben, irgendwann mal da drüben zu sein. Und das habe ich erreicht. Und dann wollte ich natürlich auch irgendwann einmal im Allianzstadion auflaufen. Und das habe ich mir vorgestellt, vom Einschlafen mal am Nacht vom Spiel. Und es sind wirklich zum Glück sehr, sehr viele Sachen dann wirklich auch so passiert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, das ist dieses Vorauserleben, was man sagt, das ist unglaublich wichtig. Menschen, die diese Fähigkeiten nicht so haben, oder du hast es ja auch unbewusst eigentlich eher diese Fähigkeiten, die müssen da einiges dazu tun, müssen trainieren, müssen Visualisierungstechniken erlernen. Aber grundsätzlich sich sein Ziel vorzustellen, ganz plastisch, ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt, und das auch zu erleben, auch mit der Emotion reinzugehen, weil ich bin mir sicher, du hast dir das nicht vorgestellt emotionslos, sondern ich bin hundertprozentig sicher, du hast dir das vorgestellt und hast das erlebt, hast es im Körper schon gespürt, wie du davor mit dem Bayern-Profi trainierst zum Beispiel, ne? Absolut, definitiv, genau so war es. Und nochmal gleich zurückzukommen auf dieses David damals mit Rapid beim Aufwärmen. Der war damals noch bei der Feuerwehr mit einem Spieler, mit dem ich in der Jugend bei Gabels gespielt habe, der ein bisschen älter war wie ich, 3 oder 4 Jahre, der war in U16 schon, ich war in U12. Ich habe bei denen auch hin und wieder mitgespielt. Und der ist halt damals bei der Feuerwehr gewesen und beim Aufwärmen habe ich ihn gesehen, habe ihn abgeklatscht, dass ich tue, wenn ich ein Tor mache und ich mache ein Tor, komme ich zu dir und dann feiern wir gemeinsam. Und ich habe das wirklich gemacht. Also nach dem ersten Tor habe ich nicht, sondern da bin ich einfach noch am Feld gestanden. Nach dem zweiten Tor bin ich so zu ihm gelaufen, habe ihn gesehen, wir haben abgeklatscht. Aber ich habe dann einfach, wenn ich mir das immer wieder noch anschaue, wie ich dieses Tor mache und dann dastehe und in dieses Stadion schaue, das habe ich mir damals vorgestellt. Und ich glaube, ich, in diesem Moment damals auch, wenn wir jetzt so drüber sprechen, dann wollte ich das einfach auch so aufsagen. Ich habe jetzt dieses zweite Tor gemacht, wir gehen als Gewinner vom Platz, wir lassen uns das nicht mehr nehmen und wir feiern. Und das war einfach schon so, auch eine Bestätigung zu sagen, glaube an das, was du erreichen möchtest, und dann funktioniert das auch. Und das war einfach damals ein sehr spezieller Tag für mich in meiner Karriere. Erstens mit dieser Maske, mein einziges Derby. Trainer hat mich nicht von Beginn an spielen lassen. Ich war extrem aufzuckert und dann in der letzten halben Stunde der Matchwinner zu sein, das war schon eine, oder vielleicht auch die Geburtsstunde von dem Stefan Mayrhofer im österreichischen Fußball, wo ihn dann wirklich alle wahrgenommen haben. Eben dieser Glaube ist auch was ganz was Wesentliches, eben daran zu glauben, dass man es schaffen kann. Natürlich braucht man auch gelegentlich Beweise, weil sonst kann man es ja nicht glauben, sich vor den Spiegel hinzustellen, keinen Ball zu treffen und sagen, ich wäre Derby-Sieger. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich eine Austria-Vergangenheit habe und natürlich violettes Blut in meinen Adern nach wie vor fließt, ein bisschen neben dem SV Hornblut, aber Mehr Zeit hat für dich. ich würde jetzt im Rahmen unseres Interviews bitten, dass du das nicht nur dreimal Entschuldigung. thematisierst, den Derby-Sieg. Die Wunde von vergangener Woche, die steckt eh noch tief. Von daher, na, alles gut. Stefan, zum Abschluss noch eine Frage. Was kannst du Menschen, die was erreichen wollen, die ein bisschen in ihrer Komfortzone feststecken? Und da gibt es ja sehr, sehr viele Leute. Das ist eigentlich mein Antrieb auch, dass ich versuchen möchte, Menschen, die Ziele, Wünsche, Träume haben, dass man denen die Hand reicht und wirklich versucht aufzuzeigen, was kann ich tun, dass ich da rauskomme? Was kannst du auch jungen Fußballern, die da ein bisschen in ihren gewohnten Mustern feststecken, was kannst du Menschen mitgeben? Was sind deine Main Skills, die du mitgeben kannst? Rausgehen und tun, machen. Wer zu Hause bleibt und es nicht versucht, wird keine Enttäuschung haben, wird aber auch keinen Erfolg haben. Das ist das Größte, glaube ich, was ich Ihnen mitgeben kann. Du musst rausgehen und du musst es probieren. Du wirst vielleicht einmal hinfallen, vielleicht auch ein zweites Mal. Aber du bist ein ganz ein Großer, wenn es beim dritten Mal wieder aufstehst und wenn du es dann schaffst. Und das ist dann auch ein Gefühl, wo man einfach sagt, hey, das ist toll, das ist richtig gut. Sich immer zu viele Fragen stellen, ist auch nicht richtig, sondern einfach wirklich rausgehen und machen. Vielleicht auch, wenn man nicht am besten vorbereitet ist, dann aus diesen Fehlern, die man vielleicht beim ersten Mal macht, auch dann lernen und sich nicht daran ja, vergraben und sagen, nein, da die Fehler stelle ich ab. Das ist ein Lernprozess, das dann, wie gesagt, beim zweiten, dritten Mal einfach besser machen. Aber man muss es tun, man muss rausgehen, man muss machen. Wenn ich mich jetzt hinstelle und versuche, Palatschinken zu machen, blödes Beispiel einfach, ja, dann nehme ich als erster die Eier, tue es aufschlagen, dann die Milch und das Mehl, vielleicht ein bisschen Zucker rein und dann gebe ich aber kein Öl in die Pfanne. Ja, beim nächsten Mal gibt es das Öl in die Pfanne.
wenn es das warm macht. Und dann bleibt die Palatschinke nicht bicken. Und das sind so Prozesse, die man einfach für sich, egal in was für einem, wie soll ich sagen, im Sport, im Berufsleben, im Privatleben, es ist einfach so, wenn man einen Menschen kennenlernt und man auf ein Date einladet und wohin geht mit meiner Freundin damals, ja, du machst einfach Sachen, du möchtest das einfach perfekt machen. Und zum Glück hat es funktioniert. Mittlerweile sind wir lang zusammen, das zweite Kind kommt, das hat alles funktioniert, ja. Aber du musst einfach, egal was du machst, daraus lernen. Und das ist alles immer ein Lernprozess. Es ist einfach so. Aber wenn du es nicht versuchst, das ist der größte Fehler. Also zu den Palatschinken, meine 4-jährige Tochter liebt es, wenn ihr die Palatschinken schupft. Gelingt auch nicht Ja, immer, aber ich bleibe dran. genau, richtig. Sie liebt es. Ich hätte mir kein besseres Schlusswort vorstellen können oder Schlussstatement, nämlich in die Gänge zu kommen, es zu tun, Niederlagen, Niederschläge einkalkulieren, daraus lernen, aufstehen, weitermachen. Das ist Leben und genau das ist das, was ich den Menschen in meinem Podcast mitgeben wollen und umso dankbarer bin ich, dass du das jetzt nochmal wirklich aufgegriffen hast und da die Menschen bestärkst, einfach in die Gänge zu kommen, in Aktion zu treten und um was zu tun, weil that's life und zu Hause hocken und nur warten, bis man stirbt, das kann nicht die Erfüllung sein. Absolut. Und es ist auch so bei einem Spieler, wie gesagt, du möchtest immer von Beginn an spielen, aber dann habe ich damals diese 30 Minuten bekommen oder sind es halt nur 15 Minuten, dann alles zu geben, da sein für die Mannschaft, sich nicht kränken und sagen, boah, nein, sondern dann alles abzurufen und diese Chance zu nutzen, egal wie lang sie ist. Lieber Stefan, trotz großer Wertschätzung, die du von mir erfährst, möchte ich an dieser Stelle, nachdem du zum fünften Mal jetzt diesen Derby-Triumph aufs Tablett gebracht hast, beenden. Herzlichen Dank dafür, für deine Zeit, für deine wirklich tollen Statements und Worte. Ich hoffe, dass die Hörer und Hörerinnen einiges mitnehmen konnten. Herzlichen Dank. Alles Gute für deine Zukunft. Ich wünsche dir auch die Aufnahme in die, also zur Profilizenz, zur Pro-Lizenz und hoffentlich Vielen bald Dank. den Schritt in den Profifußball als Trainer. Dort wirst du sicher über die Jahre genauso erfolgreich werden wie als Spieler, weil mit diesem Mindset ist Erfolg meines Erachtens auch unausweichlich. Hat mich gefreut. Vielen, vielen lieben Dank. Dir auch alles Gute und bis bald. Danke. Ciao, ciao. Das waren knapp 50 Minuten Interview mit Stefan Mayrhofer. Meines Erachtens auch ein sehr, sehr erfrischendes Interview. Ich denke, man kann da einiges für sich mitnehmen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich möchte mir bei dir recht herzlich bedanken fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit und würde mich natürlich sehr über eine Bewertung dieser Folge freuen. Wenn es dir ganz gut gefallen hat, dann kannst du den Podcast natürlich auch sehr, sehr gerne teilen und bei deinen Freunden weiterempfehlen. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns.